Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Nachdem es gestern hier richtig kalt war, richtig kalt ist übertrieben, 16 Grad hatten wir. Ein paar Tage davor hatten wir 27, 28 Grad. Ist es heute wieder recht schönes Wetter geworden. Und ja, ich bin hier gerade wieder im QC-Department, habe gerade was Neues entdeckt, zeige ich Ihnen mal. Zu unserer Teststrecke. Und da habe ich nämlich, also außer der 120, die hier noch immer ihre Runden dreht, habe ich was Neues entdeckt. Nämlich die polnische Lok SU46. Dreht hier schon ihre Runden. Aber vielleicht einfach noch mal kurzer Durchgang. Hier werden SBB-Wagen montiert. Fenster eingesetzt. Hier muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Kleber rein gibt, weil sonst blüht das aus. In eine Richtung. Und dann den Lederwagen auf die Rampe gesetzt, damit er abräumen kann. Wenn wir mal gerade schauen. Es ist einfach immer mal wieder vorgekommen, obwohl man das ja nicht glaubt, dass Mitarbeiter vergessen haben, Radsätze reinzubauen. Und so wird das verhindert. Ja. Und hier ist gerade unsere QC-Leiterin dabei, die Abteilungs-QC-Girls zu trainieren. Hier geht es gerade um das Bettungsgleis, wie das eingepackt wird. Wir legen hier sehr viel Wert darauf, dass wir alles gut prüfen. Lieber einmal mehr geprüft, als einmal zu wenig. Und wie ich gerade aus Sonneberg erfahren habe, wird das Bettungsgleis diese Woche auch ausgeliefert. Also wenn Sie zu Ihrem Händler gehen, können Sie sich das anschauen und natürlich auch gleich mitnehmen. Hat eine tolle Struktur, ist vom Design her super geworden. Das Material ist sehr schön, nicht zu weich, nicht zu hart. Kann man ganz toll für die Anlage einsetzen und kriegt dann eine wunderschöne Bettung zum Pico-A-Gleis. Nachdem ich wieder aus dem Betrieb zurück bin und die Videos für den Vlog hochgeladen habe, ist mir aufgefallen, dass da noch ein anderes Video liegt. Das möchte ich Ihnen mal gerne zeigen. Letzte Woche ist ja der Parteitag der Kommunistischen Partei in Peking zu Ende gegangen und bei dieser Geschichte hat Xi Jinping auch ein Gesetz verabschieden lassen, was die ausländischen Investitionen schützt. Foreign Investment Draft hieß das, mittlerweile ist es ein Law geworden. An diesem Freitag, letzte Woche, wie also oder war das eine Woche vorher, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist ja egal, der Parteitag zu Ende geht, hat man sehr viel über dieses Foreign Investment Draft geschrieben und hat das ganz hoch gelobt. Und da wollte man natürlich auch eine ausländische Firma haben und möglichst einen Inhaber haben, der also da was dazu sagt. Und die haben uns angerufen und gefragt, Herr Wilfer, sind Sie damit einverstanden, dazu auch ein entsprechendes Video zu drehen oder so ein Interview zur Verfügung zu stehen? Habe ich gesagt, naja gut, okay, machen wir mal, vielleicht schadet es ja nichts. Und dann sind sie gekommen. Das Video, habe ich gedacht, zeige ich Ihnen mal, weil so häufig hat man ja nicht die Möglichkeit, dass man einen Ausschnitt aus dem chinesischen Fernsehen sieht. Sie werden nichts verstehen.
ist auch nicht wichtig, aber ist ganz lustig. Dauert auch nicht lange, keine Sorge. 东冠比高模型制品有限公司总经理威尔福泽表示， 外商投资法突出积极扩大对外开放和促进外商投资的主基调，坚持外商投资基础性法律的定位，坚持中国特色和国际规则相衔接，坚持内外资一致，进一步增强了他们在中国投资的安全感。一个新的法律出来的话，这是中国法治进程的一个 重要的一步，如果有这个法律之后的话呢，外商投资在中国境内会更有保障。当然我们自己呢，在茶山这边已经扎根有10年时间了，我们对茶山呢还是非常有信心的。记者吴玉莹、陈永兴报道。